Das ist unser Tabernakel hier vorne in der Kirche. Der ist ein echter Hingucker. So etwas Modernes von 1991, gemacht von einer Künstlerin, die aus Altena, hier aus der Nähe stammt, Beate Peilert, in einer alten neugotischen Kirche. Der Tabernakel zeigt zwei Personen, Gott Vater, Gott Sohn. Und wenn Sie fragen, wo ist denn dann der Heilige Geist, das ist der Zwischenraum. Der Raum der Liebe, der so von Vater und Sohn ausgeht. Und in diesen Raum ist die Erde gesetzt, die Erdkugel, ganz konkret die Erde. Man sieht Afrika, man sieht, wenn man genau hinguckt, sogar Lüdenscheid. Die Tabernakeltür geht auf über Afrika, dem Kontinent, der oft so als Kontinent des Mangels empfunden wird. Und man macht das Türchen auf und Gott gibt seine Antwort in dem Brot, das dann an die Menschen ausgeteilt wird und eine große Kommunion, eine große Gemeinschaft in Gang setzt.